So. Jetzt haben wir den Kaiser erwischt. Jetzt müssen wir ja, soweit ich weiß, nur noch das letzte Fragment holen. Oh, verdammt. In einer richtig scheiß Position schon wieder. Wie mache ich das am blödesten gegen den? Auf den direkten Weg. Und einfach weg. Weil jetzt haben wir ja den Säbel, jetzt können wir auch auf das Dings losstürmen auf den Kaiserpalast. Habe ich zum Glück einen guten Range-Vorteil. Na geil, danke. Na verdammt. Das wird ein bisschen kompliziert. Das wird richtig blöd. Wie mach ich das nur gegen den Scheißkerl? Naja, ich hab ne Idee. Das hier geht ja, glaub ich, nicht ganz so hoch, aber immer noch zu hoch. Muss ich wohl doch wieder mal den Handschuh versuchen. Ich hasse dieses Viech jetzt schon richtig. Ich hab 'ne Idee. Versuch mich jetzt mal zu erwischen, du Kackding. Tschüss. Geht doch. Oh, upsala, da ist ja einer. Jetzt einfach wieder schnell zurück. Oh, sehr wundervoll. Das war gut. Schöner Health Boost. Hier sind zum Glück keine Gegner mehr. Hier sind sie noch, aber da muss ich wieder dort hinten hoch. Habe ich eigentlich noch Juwelen? Zwei, ja, die westlich, die finde ich. Autsch.
Hier, die sind wieder wie üblich. Da einer. Du hast ein Juwel auf. Und da noch. Du hast ein Juwel aufgesammelt. Fährmann! Fährmann, komm doch her, Mann! Beeil dich, Fährmann, Ruder, schneller, ich will hier weg! Guten Tag, wer den Feuer... Bla bla. ...auf die Insel der Bleichlinge. Kennen wir alles schon. Wer drüber getuckert, kommt dieselbe Cutscene wie immer. Oh nein. Ich hab den Ball ausgewählt. Fail. Okay. Ich hab eine bessere Idee. Jetzt nicht Style hatte, dann weiß ich auch nicht. Dann gibt es Style einfach nicht mehr. Okay, wenn ich mich hier beeile. Vergiss es. Das war Fail. Muss ich jetzt einfach mal gucken. Wenn ich hier außen rumlaufen kann, ich schaffen vielleicht eventuell ins Gebäude zu gehen. Bevor mich irgendeiner von denen bemerkt. Ha. Genau wie geplant. Wieder nach oben. Weg von der Insel der Bleichlinge. Jetzt fehlt uns nämlich nur noch das letzte Fragment und das findet sich beim Kaiser. Beziehungsweise im Palast des Kaisers. Gerade alles. Wenn das nicht bald aufhört, werde ich mal gucken, was los ist. Oh. Upsala. Naja, gibt ja den Autosave. Es leckt sehr. Oh Gott, das war jetzt so stylisch. Oh. Upsala. Hab ich jetzt auf einmal den magischen Ball wieder? Naja. Okay, wie.
Wie muss ich das jetzt nochmal machen, dass die beiden Türen offen sind? Okay, so anscheinend nicht. Ah, wunderbar. Ich meine, ist ja eigentlich egal, ob beide Türen offen sind, aber Hauptsache die Tür da hinten ist offen. Der hier interessiert mich herzlich wenig. Das Ding fliegt immer noch. Au. Warum will er da nicht rauf? Geht doch. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich hier gerade die totalen Frame-Einbrüche. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendein DOS-Box-Bug ist oder ob irgendwas im Hintergrund läuft, mit dem es sich nicht verträgt. Kein Plan. Guten Tag. Für 5 Slitos nach Utringal. Das Ding kommt bedrohlich näher. Haltet den Mörder! Oh. Alles. Ich breche das kurz mal ab und guck warum. So, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der Kaiserpalast ist, soweit ich weiß, auf der anderen Seite. Oder halt in der Oberstadt. Müsste ich eigentlich mit dem Protopack hinkommen. Ja, jetzt hört es auf zu leben. Gut, gut. Ja. Ihr erwischt mich doch eh nicht. Okay, da sind sie schon, die Wachen des Kaisers. Guten Tag. Ihr wollt kämpfen, hä? Ihr wollt kämpfen? Au, aua. Egal, wollt ihr kämpfen? Ihr könnt's haben. Geht ihr mir auf die Eier. Deswegen, bam. So, erst einmal ganz gechillt, wie ein bisschen Leben fressen. Weil die haben doch ganz schön Aua gemacht. In dem Palast des Kaisers. Jetzt können wir uns wieder immer für eine Tür entscheiden. Nehmen wir einfach mal die linke. Und je nachdem, wo wir rauskommen, haben wir entweder Glück. Oder eben nicht. In dem Fall hatten wir eigentlich ganz schön Glück, weil die Hunde sind jetzt nicht so schlimm. In dem Falle natürlich auch. Dann kriege ich einen Schlüssel geschenkt. Mal gucken, was hier ist. Oho. Oh. Von wegen. Verarsche. Aber so blöd bin ich nicht.
Ah. Dann mal gucken, was hier ist. Ah. Wenigstens bist du ehrlich und forderst mich offen und ehrlich zu einem...